Hallo? So. Wenn er aus der Zelle kommt. Muss ich nur noch eins tiefer. Richtig. Dann kommt er wieder aus einer Zelle. Wir kommen hier aus dem Verbindungsgang. Das ist... Ist das Building... Nein, warte mal, das ist doch... Nee, doch, Building 2 ist ja dann richtig, oder? Es hat ja nur 4 Gebäude, klar ist das richtig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir durch die verschlossenen Räume gehen, oder? Vielleicht müssen wir auch durch die Visiting Area? Wenn ich direkt zu den Treppen gehe? Also die Treppen hier sind dicht. Aber wenn ich zu den Treppen gehe, nach unten? Oder sind das die Treppen nach oben? Ich würde auf jeden Fall lieber die Treppen versuchen. Ich glaube, das Zimmer... Die Treppen müssten hochführen. Die Treppen nach unten waren kaputt auf der Etage. Also verschüttet. Ich würde die Treppen hochgehen. Ich muss zu dem Verbindungsgang. Treppen hochgehen. Direkt runter. Direkt runter. Direkt... Ja. Runter. Das hat mich erwischt, Scheiben. Und... Nein! Nein! Mann, oh! Ich bin nur aufgeregt. Mann, ey. Ich sag ja, ich werde oft scheitern. Habe ich's nicht, prophezeit? Dafür kann ich das hier bald im Schlaf. Ich lerne das Stück für Stück auswendig. Wie ich gehen muss, Mann! Ich will nicht mehr. Fusa. Und weiter geht's. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss noch mal kurz auf die Karte gucken. Zum x-ten Mal. Nach unten. Treppe nehmen. Geradeaus, Treppe hoch, links. Und direkt rechts. Ich darf nur nicht wieder gegen die Wand rennen. Das war ja das Problem. Nein! Mann, diese Kacktreppen! Ich krieg die Krise hier! Ich brauch kurz eine Pause davon. Ich gehe mir erstmal einen Kaffee machen. Ich glaube, das klingt ganz gut. Erstmal einen Kaffee oder einen Tee zur Entspannung. Ja, das klingt gut. Und dann ärgere ich mich hier gleich weiter. Ja, das klingt gut. Ja, allerdings. Bis dann.
this way, stupid! Hier lang, Dummkopf. Oh Gott, ich bin aus dem Gebäude raus. Jetzt kann ich nur noch verkacken. Jetzt kann ich nur noch verkacken. Oh Gott. Der Wald. Ich renne so weit, wie ich kann. Ich muss Zeit kaufen. Wow. Ja. No. Doch. Vielleicht. Nein. Okay, aber der Wald. Der Wald ist wenigstens ein extra Abschnitt. Wo muss ich denn hin? Und übrigens, hallo zurück. Ich war jetzt mal hochkonzentriert, kurz für ein paar Sekunden. Hat ja auch geklappt. Okay, gehen wir mal hier lang. Nein! Okay, ganz nach unten ist auch doof. Das Schlimme ist, hier kann ich nicht auf eine Map gucken. Das heißt, ich weiß nicht, wo genau ich hin muss. Aber ich glaube, hier lang war schon ganz wichtig. Ich kann ja noch hier durch. Ja, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh! To the heart of the forest. Da. Sackgasse. Will. Nein. Keith should be long gone by now. Keith sollte jetzt schon lange weg sein. I told him to run away while I was leading you around. Ich sagte ihm, er soll wegrennen, solange ich dich hier herumführe, also ne, ablenke und so. There's no point in just hanging me, right? So this is it for you. Es gibt keinen Grund, nur mich zu erhängen, richtig? Also war's das für dich. Ed. I was always uneasy. I was worried I was delusional and nuts. Ich war immer unruhig. Ich habe mir immer Sorgen gemacht, dass ich verwirrt und verrückt bin. So the fact that you believed me about Pop and understood what I was saying, it made me happy. Also machte der Fakt, dass du mich mir wegen Pop glaubtest und verstanden hast, was ich sagte, das machte mich glücklich. But it's no good. If you completely go into your own world, you're ultimately gonna be all alone. Aber das ist nicht gut. Wenn man komplett in seiner eigenen Welt versinkt, dann ist man auch vollständig allein. You can't keep living like that. You won't have faith in yourself. Du kannst so nicht weiterleben. Du wirst dir nicht selbst vertrauen? I need to get out of the room I've been in. I need to become an adult. Don't you too? Ich muss aus dem Raum, in dem ich bin, ausbrechen. Ich muss erwachsen werden. Du nicht auch? Warum muss man erwachsen werden? Und wer legt fest, was erwachsen ist? Sacrificing someone won't make you happy. Das stimmt allerdings. Even if it does. You'll definitely regret it someday. Especially when you're as kind as you are. Jemanden zu eropfern macht dich nicht glücklich. Und selbst wenn, du wirst es irgendwann bereuen. Besonders jemand, der so nett ist wie du. You need to leave that rundown place and shake off those delusions haunting you. Du musst diesen runtergekommenen Ort verlassen und die Illusionen, die dich heimsuchen, abschütteln. Atone for your crimes, Ed. That's what you need now. Ja. Ja, genau das. Und das heißt, wenn das Internet mal etwas schneller wäre, wüsste ich das auch schon. Buße für deine Vergehen, Ed. Das ist, was du jetzt brauchst. Wow. Help me, Will. I don't know what to do anymore. Hilf mir, Will. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll.
I know there's something wrong with me, but then what should I do? Ich weiß, dass da irgendwas mit mir nicht stimmt, aber was soll ich denn tun? Dad and Rob, they're gone. No one can tell me anymore. Dad und Rob, sie sind weg. Niemand kann es mir mehr sagen. Please. Listen to what I'm saying. There's no other way. Bitte, höre zu, was ich zu sagen habe. Es gibt keinen anderen Weg. Even if you become happy that way, it'll still just be you. You'll always be all alone. Selbst wenn du dadurch glücklich wirst, es wäre immer noch nur du. Du wärst immer allein. And someday you'll end up hanging yourself. I don't want that at all. Und eines Tages wirst du damit enden, dich selbst zu erhängen. Und das will ich nicht. I'll never be a hanged man. Ich werde niemals ein erhängter Mann sein. Keith! Sophie! Wow. Aua. Ein bisschen kann einem Ed aber schon leid tun. Will, geht's dir gut? Sophie! Ich meine, ja, zu sagen, er kann ja nichts dafür, bringt auch nichts, aber ich denke mal, er versteht wirklich nicht, dass das nicht hilft. Er ist einfach ein bisschen kaputt im Kopf. Und wer weiß, ob das nochmal heilt. Keith! You did good. Das hast du gut gemacht. That was pretty cool. Das war ziemlich cool. Will! Ohnmächtig. Was ich verstehen kann. Das war nicht ohne. Does your injury still hurts? Tut dir deine Verletzung noch weh? It's better when I'm moving around instead of sitting still. Ist besser, wenn ich mich bewege, statt einfach nur still zu sitzen. Maybe it hurt less if you gave it a little kiss. Vielleicht tut's weniger weh, wenn du mir einen Kuss auf die Wunde geben würdest. Not in front of a child, honey. Nicht vor einem Kind, Schatz. He's not a child anymore. Er ist kein Kind mehr. And then I guess I can't say no. Dann kann ich wohl nicht Nein sagen. That's right. I'm not a child, so do as you please. Das ist richtig. Ich bin kein Kind mehr, also tut, was ihr wollt. So you're awake. How are you feeling? Du bist also wach. Wie geht's dir? My soles hurt like hell. Meine Fußsohlen tun höllisch weh. I'll bet they do. After all that running around. Na, natürlich tun sie das, nachdem du so viel rumgerannt bist. Are you okay? Should I call a doctor? Geht es dir gut? Soll ich einen Arzt rufen? Are you Keith's wife? Bist du Keiths Frau? Yes, I'm Helena. It's nice to meet you. Ja, ich bin Helena. Nett, dich zu treffen. Your mother's on her way here now. You can meet her soon. Deine Mutter ist auf dem Weg hierher. Du kannst sie bald sehen. I'll go tell the doctor he woke up. Ich gehe dem Arzt sagen, dass er aufgewacht ist. Thanks. Danke. She seems nice. Sie wirkt nett. There's no seems about it. She is. Sie wirkt nicht nur so. Sie ist es. Keith, what happened with Ed? Keith, was ist mit Ed passiert? He confessed to his father's murder. He's being questioned now. Er gab den Mord an seinem Vater zu. Er wird jetzt befragt. Robert's seriously injured, but he's alive. We're waiting for him to regain consciousness. Robert ist ernsthaft verletzt, aber er lebt. Wir warten darauf, dass er noch zu sich kommt. Their trial will be starting soon. You might need to give some testimony. Are you up for it? What? Worte. Was sind Worte? Ich brauche Worte für Kontext. Also ihre Befragung wird bald starten, aber dieses Testimony. It
Du wirst wahrscheinlich für eine Aussage benötigt. Bist du dafür schon bereit? I'll be okay. I can see what happened. Mir geht's gut. Ich kann sagen, was passiert ist. David. Keith, thanks for calling me. Keith, danke, dass du mich angerufen hast. You're late. He just woke up now. Du bist spät. Er ist gerade aufgewacht. I'll step out for a second. Take over for me. Ich gehe mal für eine Sekunde raus. Übernimm für mich. David, Ow! You idiot! What were you thinking? Disappearing without saying a thing. Du Idiot! Was hast du dir dabei gedacht, einfach so ohne ein Wort zu verschwinden? But I mean... Aber ich meine... No buts. Do you know how long I was looking for you? Kein Aber. Weißt du nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe? I caused you troubles, so I thought I shouldn't cause any more. Ich hab dir Umstände bereitet und ich dachte, ich sollte dir nicht noch mehr Umstände bereiten. Didn't you realize disappearing would make me worry more? Doing something so conceited and selfish. Hast du nicht mitbekommen, dass einfach so zu verschwinden mir nur noch mehr Sorgen bereiten würde? Etwas so egoistisches zu tun? You're like your father that way. Du bist genau wie dein Vater. Sorry. Tut mir leid. I'm sorry. Es tut mir leid. Let's talk a little. Lass uns ein bisschen reden. And don't run this time. Got it? Und diesmal läufst du nicht weg, verstanden? Okay. It's cold. Oh, es ist kalt. I'll go on ahead. Ich gehe schon mal vor. Mom? Mom? Sorry for worrying you. Entschuldige, dass ich dir Sorgen bereitet habe. You're saying that now? I worry about you every day. Das sagst du jetzt? Ich mache mir jeden Tag Sorgen um dich. I'm glad that I got to have a proper talk with David, thanks to you. Aber ich bin froh, dass ich jetzt endlich mal ein vernünftiges Gespräch dank dir mit David führen konnte. Though, leaving without a word to me, not so much. If you make dinner tomorrow, I'll forgive you. I look forward to it. Obwohl, einfach so ohne ein Wort zu verschwinden... Nicht so wirklich. Wenn du morgen Abend das Essen machst, dann vergebe ich dir. Ich freue mich schon drauf. The train's about to leave. Come on, quickly. Der Zug wird bald abfahren. Komm, beeil dich. Warum steigt sie nicht da einfach ein? Will. Ja? Sophie. Good, I made it in time. You're leaving already? Gut, ich hab's noch geschafft. Du gehst schon? I decided to go back home for now. Ich habe beschlossen, erstmal wieder nach Hause zu gehen. Ah, that's good. Did you find Pop? Ah, das ist gut. Hast du Pop gefunden? Ich glaube, Pop ist weg. Oh, really? Too bad. Oh, wirklich? Zu schade. Ich glaube, mit Pop... Did you talk with him? Ich glaube, mit Pop können wir nicht mehr reden, weil wir kein erhängter Mann mehr werden. Das haben wir ja so beschlossen. Dann nehme ich mal an, dass Pop jetzt weg ist. Ich habe von dir und David gehört. Hast du mit ihm gesprochen? Ja. What did he say? Was hat er gesagt? If it's fine with you, you can think of me as a big brother. I want to get along with you. Wenn es für dich okay ist, dann kannst du mich als großen Bruder sehen. Ich will mit dir auskommen. Oder mich mit dir verstehen, besser gesagt. He's so dumb. There's no good reason to have a gloomy guy like me as a little brother. Er ist so dumm. Es gibt überhaupt keinen guten Grund, so einen zwielichtigen Typen wie mich als kleinen Bruder zu haben. What are you saying? David said that because that's what he wants. Was sagst du da? David hat das gesagt, weil er genau das will. Or is it because you don't want that? Oder willst du das etwa nicht? No. Nein. It made me
really happy. Es hat mich wirklich glücklich gemacht. Sophie. Thanks for everything. For helping me out. Danke für alles. Für die Hilfe. You should really look at people when you thank them. Du solltest Leute wirklich lieber anschauen, wenn du ihnen dankst. Stop it! Don't touch me, you dummy! Hör auf! Fass mich nicht an, du Dummchen! Wer wird denn da rot? Sorry to butt in, you two. Entschuldigung, dass ich hier einfach so dazwischen funke, ihr zwei. What is it, Mr. Keith? Was ist, Mr. Keith? Will, I brought something you forgot. Couldn't be bringing it into the hospital, naturally. Was haben wir denn vergessen? Hat er Pop gefunden? Aber ich glaube nicht, dass Pop noch mit uns redet, ehrlich gesagt. Trotzdem. Aber eigentlich... Da bleibt doch nur Pop, oder? Was haben wir denn sonst vergessen? Die Puppe! Nein! Bitte nicht! Das wird bestimmt eine Ratte sein. Will, ich hab dir etwas mitgebracht, das du vergessen hast. Konntest nicht mit ins Krankenhaus bringen, natürlich. Ha? Quietsch, quietsch! Pop! Aber ist das Pop? Oder ist das nur... I think this guy might understand humans after all. Eine Ratte. He was acting up, but when I said I'd take him to Will, he settled down. Ich glaube, der kleine Kerl versteht Menschen tatsächlich. Er hat echt erst einen riesen Trara gemacht, aber als ich dann sagte, ich bring ihn zu Will, da hat er sich beruhigt. You weren't looking for him? Du hast nach ihm gesucht? I was just wandering around during investigation and caught him in a net. That's all. Ich bin nur während der Ermittlungen ein bisschen umhergewandert und habe ihn dann mit einem Netz gefangen. Das ist alles. Why did you have a net on an investigation? Warum hast du ein Netz bei einer Untersuchung dabei? Weil er das... Detective needs one. Don't forget it. Weil er nach deiner Ratte gesucht hat. Jeder Detective braucht eins. Vergiss das nicht. Cold out here. Kalt hier draußen. David said once it warms up, he wants to go to a baseball game with you. So come back in spring. David sagt, sobald es wärmer wird, will er mit dir zu einem Baseballspiel gehen. Also komm im Frühling wieder. Give me a call when you come visit. I'll tell you all the good places in town that aren't those creepy woods. Ruf mich an, wenn du zu Besuch kommst. Ich nenne dir alle guten Orte hier in der Stadt, die keine gruseligen Wälder sind. Okay. Thank you. Danke. Euch. Really glad you came back to me, Pop. Bin wirklich froh, dass du zurück zu mir gekommen bist, Pop. You're hungry, right? Want some cheese? Du hast bestimmt Hunger, oder? Willst du etwas Käse? Pop? Pop? Ah, er spricht nicht mehr mit uns, sage ich ja. Hey, Pop. Mom's asleep. You can talk now. Hey, Pop. Mom schläft. Du kannst jetzt reden. You won't talk anymore? Du wirst nicht mehr reden? I see. Verstehe. Well, it's fine. Whether you talk or not, you're still my friend. Nun, das ist okay. Egal, ob du sprichst oder nicht, du bist immer noch mein Freund. That was a really long day. Feels like a lot changed. Das war ein wirklich langer Tag. Fühlt sich an, als ob sich viel geändert hat. I'm not even sure what exactly, but I'm sure there's been a really big change. Ich bin nicht mal sicher, was genau, aber ich bin mir sicher, dass es eine sehr große Veränderung ist. A long time ago you told me, before I parted ways with you, I had to become a real good man. Vor langer Zeit hast du mir mal gesagt, bevor sich unsere Wege trennen, müsste ich ein wirklich guter Mann werden. After this, I feel like I've come a little closer. Nach dem jetzt fühle ich mich so, als wäre ich dir mal ein bisschen näher gekommen. I'm still cowardly. No courage. I don't know what's wrong or right. Ich bin immer noch ein Feigling, ohne Mut. Ich weiß immer noch nicht, was richtig oder falsch ist. But still, I'm not a demon child. Even without someone teaching me about the world, I'll be fine. Und trotzdem bin ich kein Dämonenkind. Selbst wenn mir niemand etwas über die Welt erklärt, es wird mir gut gehen. I'll meet lots of people, go lots of places. I'll find it myself. Ich werde viele Leute treffen. An viele Orte gehen. Ich werde es selbst herausfinden.
So much snow. So viel Schnee. I hope spring can come soon. Ich hoffe, der Frühling kommt bald. Fahr doch einfach schon eher zu David. Good end one? One? A real good man, aber gutes Ende 1? Es gibt ein zweites gutes Ende? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wieso gibt es denn ein zweites gutes Ende anscheinend? Also mindestens. Na, warten wir mal. Vielleicht kommt da noch ein Hinweis drauf. Vielleicht ist es wie beim Crooked Man, dass ich es noch ein zweites Mal spielen kann mit Änderung. Auf jeden Fall lassen wir jetzt erstmal hier, ne? Ihr wisst ja, die Credits durchlaufen und dann gucken wir mal. Da kommt bestimmt wieder irgendwas Specialiges. Wir sehen uns also sicherlich oder hören uns sicherlich gleich wieder. Errungenschaft, Real Good Man. Und natürlich kommt hier wieder ein Dankeschön, dass man den Hanged Man gespielt hat. Und natürlich noch ein großes spezielles Danke an alle, die die anderen Spiele gespielt haben. Ja! Mit diesem Spiel endet die Something Man-Reihe, die am Anfang noch Strange Man-Reihe hieß. Ich erinnere mich. Das spricht aber nur für die Chronik. Zwei weitere zusätzliche Side-Games sind geplant. Okay, ich weiß gerade gar nicht, von wann ist denn hier der Hanged Man? Müsste ich mal gucken, ob da wirklich noch was kommt oder ob sich das vielleicht schon wieder im Sande verlaufen hat. Wenn Interesse besteht, dann hoffe ich, dass du sie spielst, wenn sie fertig sind. Natürlich. Wenn ich dran denke, ja. Außerdem kann dieses Spiel ein zweites Mal gespielt werden. Da sind keine Änderungen in den schlechten Endings, aber die gute Ending-Route hat ein paar neue Szenen. Und ein Postgame-Bonus. Man kann im Internet nachgucken, um zu sehen, wo die zusätzlichen Szenen sind. Aber dann muss ich es nochmal ganz von vorne durchspielen, ne? Okay. Mal gucken. Man wird dann einige Dinge besser verstehen, die beim ersten Playthrough noch nicht so klar sind. Und das wirklich wahre gute Ending ist das zweite. Bitte versuch es, wenn du etwas zusätzliche Zeit hast. Und ein letztes Mal danke fürs Spielen des Hanged Man. Wir sind ein Schneemann. Kann ich in den Zug? Ah, du kannst das zweite Spiel von hier starten. Einige Szenen sind zusätzlich im zweiten Loop. Und nachdem du es durch hast, gibt es Bonusse. Ach, die Boni kommen erst dann. Okay. Ja, also eigentlich
Eigentlich wie beim Hangman. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, ob ihr das vielleicht sehen wollt. Und vielleicht mache ich das dann als Let's Play nochmal oder mal im Livestream. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Das war also das letzte Spiel der Strange Man-Reihe. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Ciao.